Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche, die diesmal wieder 2 Wochen umfasst, denn ich hatte ja ein Buch dabei, was wir jetzt über 3 Wochen gelesen haben und ich hatte so ein bisschen nicht die Vorstellung, dass ich sehr viel zum Lesen komme, weil auch Bürotage mit dabei waren und dennoch habe ich ein Highlight gelesen, ich hatte ein Abbruchbuch und 2 schon eher Flops, was tatsächlich ein bisschen schade ist, aber ja. Vorher möchte ich euch aber eine kleine Ankündigung machen, denn jetzt am kommenden Freitag ist endlich mal wieder Kingsiana-Zeit und wir treffen uns auf wahrscheinlich 19.30 Uhr bei Phil auf dem Kanal und haben wieder einen Kingsiana-Hangout. Wir freuen uns natürlich auf alle, die im Chat mit live dabei sind, aber im Nachgang wird der Hangout auch aufgezeichnet sein und ihr könnt euch das natürlich im Nachgang anschauen. Ich packe den Kanal von Phil unten in die Infobox, solltet ihr ihm noch nicht folgen. Spätestens jetzt wäre es ein Grund und wir freuen uns da auf einen ganz wunderbaren Abend mit euch. Der Oktober ist vorbei und mit ihm tatsächlich auch der schlechteste, zumindest sternentechnisch gesehene Büchermonat des Jahres und ich hoffe, dass jetzt der November das ein oder andere Highlight bereithält und jetzt einfach mal wieder so ein bisschen mehr Spaß beim Lesen dazukommt. Ich packe euch alle Bücher wie immer unten in die Infobox samt Zeitstempel, auch wann ich über meinen Serien-Rewatch spreche, denn ich habe da eine erste Staffel gerewatcht. Und da möchte ich auch kurz darüber sprechen und ich denke, jetzt kommt die kurze Buchvorstellung der Reihe nach, was ich gelesen und gehört habe und Bücher, Zeitstempel unten in der Infobox. Beginnen wir mit Stillfinden in einer hektischen Welt von Magnus Fried mit vielen Markierungen, also dementsprechend definitiv schon ein Highlight-Buch, weil auf jeden Fall kann man das so sagen. Dann kam ein E-Book und zwar Die Legenden von Koli von M.A. Carey. Leider ein Buch, das mich nicht so begeistern konnte, ist der Auftakt einer Trilogie, aber da werde ich nicht weiter lesen. Galatea von Madeline Miller, ebenfalls eher eine Enttäuschung, gerade wenn man an die beiden Highlight-Bücher von ihr denkt. Emerald Witches von Laura Labas, auch der Auftakt einer Dilogie, leider auch eher so ein bisschen Flop. Mäßig. Prison Healer, der 2. Teil von Lynette Noni, ist herausgekommen und wurde von mir direkt auch gehört. Da war ja der 1. Band ein absolutes Highlight für mich und mal sehen, wie dann der 2. so abgeschnitten hat. Und über 3 Wochen verfolgt im Kingtober hat mich Stephen Kings Blut. Hier haben wir 22 Kurzgeschichten, da hatte ich ja so zum ersten Drittel schon ein bisschen was erzählt und heute werde ich ein bisschen final darüber reden. Und Bücher, Zeitstempel unten in der Infobox, auch alles Weitere, auch gekennzeichnet, was Rezensionsexemplare angeht und viel Spaß mit den kleinen Clips. Das erste Buch der Woche ist Stille finden in einer hektischen Welt von Magnus Fried. Für mich ein klitzekleines Highlight-Buch. Klitzeklein, weil es gar nicht so dick ist und weil es sich auch mit einem Thema beschäftigt, wo man sich überlegt, wie könnte das eigentlich ein Highlight sein. Aber es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe das, glaube ich, ursprünglich irgendwo bei der Flow entdeckt oder in irgendeinem Magazin, habe mir das so ein bisschen rausgescreenshottet und habe es dann eben bei Tauschticket entdeckt und war super happy und es ist optisch richtig schön. Es ist auch von der Haptik sehr speziell und wie ihr seht, sind einige Textmarker und die hier auch direkt rausfallen, noch drin. Und ich hatte super viel Spaß mit diesem Buch. Ich habe das wirklich so in einem Schwupps gelesen. Es ist eben auch nicht sehr dick und es geht hier eben tatsächlich darum, er schreibt es selbst, es ist eine Art Wegweiser zur Gelassenheit, zur inneren Ruhe, zur Achtsamkeit und wie man eben in dieser Welt, die hektisch ist, die schnelllebig ist, eben Ruhe und auf sich selbst findet. Und ich finde, dass Magnus Fried das wirklich sehr, sehr gut beschreibt. Er macht das sehr einfach, er findet sehr klare Worte, er gibt tolle Impulse, die wir alle, glaube ich, nachvollziehen können, auch in diversen Situationen, wo er eben beschreibt, wo er denn dann Ruhe gesucht hat. Es gibt Übungen, auch das Thema Meditation ist sehr groß, Yoga, Spaziergänge, das Atmen, also verschiedene Atemtechniken Techniken werden eben beschrieben. Auch einfach das Umherschauen, das Wahrnehmen, das Waldbaden, das fand ich richtig spannend. Also es ist wirklich toll auch aufgebaut. Ich habe, wie gesagt, auch einige Markierungen
Erfahrungen darin gemacht. Er findet wirklich Dinge für den Alltag, ist ein Thema die Natur, dann auch die Meditation und das unterteilt er eben in den Themen. Der Autor wirkt für mich sehr weise, sehr bei sich angekommen und überhaupt nicht überheblich. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass er uns seine Gedanken mitgeben möchte, dass er Impulse in uns schaffen möchte, damit wir eben ja auch diese Stille finden können in dieser hektischen Welt, dass wir zu uns finden, zu unserem Körper Ruhe geben, unseren Geist ja auch Entspannung geben und da erzählt er sehr viel darüber. Das fand ich richtig, richtig gut gemacht. Ich mochte auch seine Wortwahl. Ich fand die sehr treffend, sehr einleuchtend, sehr auf den Punkt. Trotzdem auch in einem wunderbar umschriebenen Stil. Es hat mich wahnsinnig gut unterhalten und mitgenommen. Und ich habe wahnsinnig oft auch tatsächlich genickt. Und er bringt Gedanken, Gefühle, Situationen wirklich gut auf den Punkt. Das fand ich richtig, richtig toll. Ich habe hier einiges markiert. Wir können ja mal kurz so ein bisschen reinschauen, was ich so markiert habe. Wir haben hier, die Rastlosigkeit weicht nicht sofort von den Körpern und es dauert ein paar Minuten, bis die Stille ihre weiche Decke über den Raum gelegt hat. Ach, das fand ich sehr schön. Ja, dieses Beispiel, dieses Bild, was hier geschaffen wird, mit dem man eben auch was anfangen kann. Dann ging es hier um ein bisschen Technik und ja, ich fand es ganz spannend, dass er hier auch über Abraham Lincoln gesprochen hat und dass er eben auch bestimmte Techniken angewendet hat. Und er hat hier zum Beispiel den Hot Letter beschrieben. Keines der wahrgenommenen Gefühle musste unterdrückt werden in diesem Brief, den man an sich selbst schreibt. Und er konnte ohne Umschreibungen loswerden, was in seinem Inneren vor sich ging. Allerdings hat er eben diese Briefe nie losgeschickt. Er legte sie zur Seite und wartete ab. Und dann irgendwann nahm er eben das Gefühl der Wut zum Beispiel an und ließ es dann in andere Richtung einschlagen und eben auch abklingen. Und diesen Hot Letter finde ich super spannend, dass man die Gefühle für sich selbst aufschreibt. Das ist ja auch oft beim Thema Morgenseiten mit der Grund, warum man das vielleicht auch mal ausprobieren sollte, dass man eben Gefühle, Gedanken herunterschreibt. Und dann ging es hier auch so ein bisschen um das Thema Medienfasten. Das fand ich auch super spannend, weil ich glaube, das sollten wir alle viel, viel häufiger tun. Und dann hat er auch beschrieben, dass er irgendwann Lust bekam, ein Buch wieder zu lesen. Diese Lust habe ich jeden Tag. Und dann schreibt er aber, das Lesen ist natürlich auch eine Form der Beschäftigung, unterscheidet sich aber dennoch wesentlich vom unaufhörlichen Surfen im Internet. Ein Buch besteht aus Kapiteln und einem Schluss. Und das Buch an sich hat eine gewisse Anzahl von Seiten. Das Internet ist endlos. Und das fand ich auch super toll, diesen Vergleich herzuziehen, warum man eben oft so ja, bei Instagram, Facebook irgendwie so versumpft. Dann geht es hier noch etwas direkt zur Stille, dass man die nicht aussperren soll oder den Schmerz dann auch betäuben soll. Und dann geht es um morgendliche Ruhe, das fand ich auch richtig gut. Da ging es dann natürlich auch um die Meditation am Morgen, warum da vielleicht ein Unterschied zu der am Abend besteht. Also ja, ich habe einiges markiert, ich werde in einiges wieder reinsehen. Ich kann dieses Buch wirklich jedem empfehlen, sowohl ja, Anfänger, Einsteigern in dieses Thema Achtsamkeit, Meditation, Stille finden, als eben auch Leute, die schon mehrere Bücher darüber gelesen haben, eben dann auch wirklich über diese Gelassenheit und diese innere Ruhe. Wirklich große Empfehlung, wirklich ein tolles Highlight. Ich mochte die Sprache, die Umschreibungen, die Impulse und bei mir hat es definitiv wieder einiges angeklickt, wo ich denke, ja, du weißt es eigentlich, aber schön, dass ich es mir nochmal in Erinnerung gebracht habe. Tolles Buch, tolles kleines Buch, wirklich Empfehlung, hat mich gut unterhalten, hat mir wertvolle Impulse gegeben und ich bin super happy, dass ich es gelesen habe und es kam, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt zurück. Richtigen Zeit, dass ich einfach dazu gegriffen habe und ich es da tatsächlich dann auch einfach an euch ja, empfehlen kann. Leider ein Buch, was ich abgebrochen habe. Ja, irgendwie, wenn der Wurm drin ist, ist er drin. Nach einem Highlight ja, habe ich Die Legenden von Coli, den Auftakt einer Trilogie gelesen. In die Verbannung ist der Untertitel von M.R. Carey. Von dem Autoren habe ich auch Die Berufene gelesen. Das Buch kennt ihr bestimmt vom Sehen. Das ist dieses Gelbe mit der roten Schrift, glaube ich, und diesem im Schatten gemalten Mädchen. Fand ich mega, war für mich damals ein Highlight. Diese Reihe, diese Trilogie ist jetzt im Fester Verlag erschienen und es überrascht mich immer wieder, wenn auch ich Bücher beim Fester Verlag entdecke und freue mich da richtig, wenn eben nicht nur so Hardcore-Horror-blutiges Gemetzel zu finden ist, sondern eben auch eine ja, Fantasy-Trilogie.
Trilogie. Ich glaube, aktuell sind auch schon alle drei Teile da, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, die ist schon beendet und die E-Books gibt es für je 6 Euro, was ich einen absolut tollen E-Book-Preis finde, möchte ich hier wirklich positiv erwähnen. Und ich habe das Buch aber nichtsdestotrotz leider nach 150 Seiten abgebrochen. Ja, es tat mir wirklich sehr, sehr, sehr leid, weil mir diese Geschichte eigentlich gefallen wollte und ich dann eben einfach mal dachte, ja, jetzt hast du das Buch schon ein Weilchen auf dem Sub und der dritte Teil ist da, das habe ich irgendwann schon wahrgenommen. Soweit ich mich erinnere, vielleicht ist das auch gar nicht so lange her, nagelt mich da nicht fest. Und dann dachte ich, lese ich das jetzt mal. Ja, wir sind im Dörfchen Mythenroot unterwegs. Dort schützen große Mauern dieses Dorf vor dem tödlichen Wald, in dem es zum Beispiel auch mutierte Bäume gibt und verschiedenste Wesen, die hier eben eine Bedrohung darstellen. Wir treffen den jungen Koli, der entwendet verbotene Technologie, die ganz aus unterschiedlichen Gründen im Grunde nicht mehr erlaubt ist. Und das führt zu seiner Verbannung. Er wird aus dem Dorf verstoßen. Und ja, was dann passiert, kann ich tatsächlich nicht so sagen, weil es mich schlichtweg nicht interessiert hat. Ich fand es einen sehr speziellen Schreibstil. Ich fand ihn sehr holprig. Ich fand ihn sehr langweilig. Ich habe keinerlei Spannung gespürt. Ich habe keine Emotionen, keine Bindungen zu den Charakteren aufbauen können. Die waren für mich nicht greifbar. Konnte ich emotional überhaupt nicht irgendwie für mich oder sie konnten mich nicht an sie binden. Hat das jetzt Sinn gemacht? Nein, also ich habe die Charaktere irgendwie nicht verstanden. Ich habe Koli nicht wirklich nachvollziehen können. Es war alles irgendwie so, man wird so reingeworfen, was ich per se gar nicht schlecht finde. Es braucht nicht so viele Erklärungen, da ist Weasley. Zumindest sein Schwanz. Und ist ja nicht toll. Na, damit fehlt. Großartig. Ja, und da ist er auch. Guck, guck. Hey, Weaselby. Hallo, Hübscher. Was redet die da mit der Kamera? Na, die spinnt. Ja, die spinnt. Jetzt kommst du aufs Sofa, wo du eigentlich nicht hingehörst. Aber ja, du darfst natürlich hier Video. Na, ja. Ich habe hier leider wirklich überhaupt keinen Zugang zu den Charakteren gefunden, zu der Geschichte gefunden. Es wurde nicht viel erklärt. Wenn man mich in eine Welt wirft, brauche ich natürlich trotzdem so ein bisschen was ich greifen kann, was sich irgendwie erklärt, wie diese Welt funktioniert, wie diese Dorfgemeinschaft funktioniert. Ich hatte überhaupt keine Bindung zu den Charakteren, zu den Dingen, die passiert sind, zu dieser Welt, zu diesem Dörflein. Mich hat auch irgendwann nicht interessiert, was ist hinter diesen Mauern, was ist in diesem Wald, was ist die Ursache davon. Ich fand diesen Schreibstil holprig, ich fand ihn irgendwie sehr banal. Ich habe es manchmal auch wirklich nicht verstanden und musste manche Sätze wirklich zweimal lesen, wo ich dachte, hä? Und war trotzdem so fragend irgendwie unterwegs und ich fand es einfach langweilig. Also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich die Berufene so holprig, so unspannend fand. Vielleicht muss ich mir da tatsächlich einfach nochmal meine Rezension dazu angucken oder mal durchlesen, was ich da an Notizen irgendwie gemacht habe. Aber ich habe das als Highlight in Erinnerung und ich habe hier überhaupt wirklich keine Spannung gehabt. Und ich dachte mir irgendwann, ja, es ist mir wirklich egal, was hinter diesen Mauern ist. Ich dachte anfangs, dass die Geschichte noch in Richtung des Films The Village geht, bezweifle es aber so, wie sich dann die Geschichte anfänglich entwickelt hat. Kann mich natürlich täuschen, aber irgendwie war es nicht so meine Geschichte. Also tut mir echt leid, weil ich hier bei der Fantasy und so ein bisschen in diese dystopische Richtung dachte, da wird mich etwas erwarten. Auch das Grauen im Wald, auf das hatte ich mich so ein bisschen gefreut oder auf diese Fragen, die sich daraus eben ergeben, aber meins war es leider nicht. Also ich wollte es wirklich mögen. Ich finde das Cover großartig. Ich finde alle drei Bände richtig toll vom Cover. Ich hatte mich da echt gefreut, aber ja, es war mal wieder nichts. Ich weiß nicht, woran das zurzeit liegt, warum mich irgendwie so wenig packen und fesseln kann. Es ist manchmal so. Aber ja, die Legende der Koli, die Legende von Koli, leider nicht mein Buch, leider abgebrochen. Hoffen wir auf das nächste Buch und dass das ein Highlight wird. Kommen wir nun zu einem Buch, von dem ich schon große Erwartungen hatte und sehr, sehr, sehr enttäuscht wurde. Und zwar Galatea von Madeline Miller. Für mich waren ihre vorhergehenden Bücher Das Lied des Achill und Ich bin Circe
absolute Jahreshighlights, haben mir beide mega gut gefallen. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass etwas Neues von ihr erscheint, dass wir wieder in diese griechische Mythologie gehen. Und habe das E-Book diese Woche begonnen und dachte, yippie, hier tauchst du ein. Und musste dann mit Erschrecken feststellen, dass es nur knapp 80 Seiten hatte. Und ich habe wirklich erst so gestutzt und dachte, passt irgendwas bei meinem E-Book nicht, passt irgendwas, also es ist ein Rezensionsexemplar, passt irgendwas nicht, habe ich nur eine Leseprobe gekriegt, habe nochmal geschaut, war dann auch auf Amazon, habe nach der Seitenzahl geschaut und habe tatsächlich gesehen, dass dieses Buch nicht mehr als 80 Seiten hat. Und ich war wirklich ein bisschen bestürzt, denn theoretisch kostet dieses Buch in echter Haptik 20 Euro und als E-Book 16 Euro und ich finde die Preise schon ganz schön heftig. Jetzt kann man natürlich nicht immer von der Seitenzahl einen Preis absehen, aber 80 Seiten sind für mich eine Kurzgeschichte und da finde ich 20 Euro für ein Hardcover schon ein bisschen viel, muss ich ehrlich sagen. Ja, es sind ein paar Illustrationen enthalten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das gut finde oder weniger gut, weil dementsprechend waren es auch keine 80 Seiten Text, sondern vermutlich nur so 60. Und das macht es gefühlt eigentlich noch schlimmer. Aber ja, ich war also ein kurzes Vergnügen sozusagen, wobei es auch nicht sehr vergnüglich war. Aber in Galatea, um was geht's eigentlich? Vielleicht ist Galatea dem einen oder anderen, der sich mit der griechischen Mythologie auskennt, auch ein Begriff. Sie wurde ja vom Bildhauer Pygmalion erschaffen und mit Hilfe der Göttin Venus wurde sie dann in seinen Händen eben auch lebendig. Und sie wollte dann aber eben nicht einfach nur eine Statue sein, eine Frau sein, die ja von ihrem Schöpfer sozusagen eingesperrt wird, sondern sie wollte eben in Freiheit leben. Und ja, diese kurze Geschichte von Madeline Miller greift eben ja diese Geschichte auf. Es wird als griechische neue Feminismusgeschichte irgendwie betitelt und da musste ich tatsächlich jetzt irgendwie so ein bisschen stocken und dachte, naja, also mit Feminismus hat das gar nicht so viel zu tun, sondern, also ich glaube, Frauen wollten schon immer in irgendeiner Art und Weise auch ihre Freiheit und das muss ich nicht unter dem Titel Feminismus machen, aber das ist nochmal was ganz anderes, also das finde ich auch sehr merkwürdig, wie das Buch jetzt scheinbar irgendwie so ja auch verkauft wird, wie da das Marketing irgendwie läuft. Ja, die Geschichte hat 60 Seiten, ganz schöne Illustrationen und neben der Kürze und dem dann doch deftigen Preis, den ich zwar nicht bezahlt habe, es aber natürlich trotzdem irgendwie schon kritisch finde, muss ich sagen, das Buch, die Geschichte wirkt sehr unfertig auf mich. Also es ist sprachlich sehr holprig, sehr banal, irgendwie ja wirkt es wie ein Entwurf und es hat auch überhaupt keine Spannung, sondern es erzählt in sehr monotoner Weise diese Geschichte und es hat keinen Spannungsbogen, man hat kaum Emotionen, man fühlt hier kaum irgendwie mit irgendwem mit und es wirkt einfach irgendwie unfertig. Ich kann es gar nicht anders sagen, als hätte man hier nur den Entwurf, wo man dann eigentlich noch sagt, so liebe Autorin, jetzt mach drumherum noch eine Geschichte, pack noch 200 Seiten dran. So wirkt das so ein bisschen auf mich. Also wie man auch so innerhalb der Geschichte irgendwie springt und von Gedanken und also mir hat es leider nicht gefallen. Also es war wirklich ein Flop. Also das Schöne waren tatsächlich die Illustrationen und es war schön, einfach mal wieder was aus der griechischen Mythologie zu lesen. Aber ich war da gefühlt irgendwie ja in einer Dreiviertelstunde durch und dachte, okay, dafür, dass ich mich darauf gefreut habe, irgendwie in so einen griechischen Mythologie-Epos einzusteigen, war das sehr, ja, unfertig, unbefriedigend. Also ich habe das dann irgendwie nach der Dreiviertelstunde weggelegt und dachte, okay, ja, das war's also. Ja, echt schade dafür, dass ich mich so lange auf dieses Buch gefreut habe, mich so auf den Madeline Miller-Stil gefreut habe, weil mir einfach die beiden anderen Bücher so, so gut gefallen haben. Das hier war irgendwie nichts, es war wirklich eine Enttäuschung und ich hoffe, dass ihr nächstes Buch dann wieder in die etwas längere Richtung geht und wirklich wieder die griechische Mythologie wunderbarst aufgreift. Das würde mich zumindest freuen und ja, leider kann ich jetzt auch gar nicht so viel mehr zu diesem kurzen kleinen Werk sagen, außer dass es irgendwie unfertig war, das Ende okay war, die Illustrationen gut waren, aber mich sonst einfach total enttäuscht hat. Ah.
Und leider war dann auch ein kleiner E-Book-Flop dabei, nämlich Emerald Witches Ahnenmond von Laura Labas. Ich hatte mich mega auf dieses Buch gefreut, denn ich kenne von Laura Labas schon einige Buchreihen, die ich auch sehr gefeiert habe. Unter anderem die Unwandelbar-Reihe, das waren glaube ich 5 Bände, coole Cover, coole Geschichten. Und auch die Hexekönigin Allison-Trilogie hat mir mega gut gefallen. Jetzt habe ich länger nichts von Laura Labas gelesen. Ich glaube, sie war auch ein bisschen in New Adult unterwegs, wenn ich mich nicht irre. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir hier wieder in Urban Fantasy sind, dass wir eine Hexengeschichte haben. Und das ist der Auftakt einer Dilogie. Und ich glaube, der zweite Teil dauert auch gar nicht so lange, dass der dann folgt. Und ja, ich hatte große Erwartungen, weil ich eben Laura Labas Stil so in guter Erinnerung habe. Meine Erwartung ist aber, ja, beziehungsweise bin ich dann doch ein bisschen tiefer gefallen, weil die Geschichte nicht so ganz meins war, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir sind hier in Seoul unterwegs in Korea und die Magie, welche die Hexen der 7 Zirkel verwenden können bzw. ausüben können, die speist sich direkt aus der Stadt selbst. Wir treffen dort dann eben auf Hannah. Sie ist eine Hexe und soll auch an einem Ritual teilnehmen. Doch als sie dort von einem Dämon gestört wird, kann sie es nicht mehr zu Ende bringen und muss mit Hilfe von Bobby ja, sich so ein bisschen gegen die Obersten ihres Opalzirkels stellen. Trotz der Unterschiede zwischen Hannah und Bobby entwickelt sich aber dank des guten Drahtes dann doch eine Freundschaft und auch in Richtung Liebesgeschichte so ein bisschen was. Und wir sind hier eben in einer Magiewelt unterwegs, die ich doch recht innovativ fand, die ich spannend fand. Ich mochte auch die hexischen Künste sozusagen richtig gerne. Aber mir haben die früheren Bücher von Laura Labas definitiv besser gefallen. Und ich bin hier wirklich ein bisschen enttäuscht und habe hier einen kleinen Flop. Ich fand das Cover und ich finde es auch nach wie vor richtig, richtig toll. Das hat mich sehr angesprochen, super gefallen. Auch diese düstere Hexengeschichte, die sich eben so drumrum spinnt, fand ich richtig gut. Ich mochte das Setting in Korea, in Seoul. Das fand ich richtig mega. Und ich habe auch gelesen, dass die Autorin eben, also dass Laura Labas eben auch dort war. Und ich finde, man spürt es. Also man spürt, dass sie hier eben vor Ort ist, dass sie Orte beschreiben kann, dass sie uns da mitnimmt, dass sie uns verschiedenste Ecken darstellt, zeigt, bildhaft rüberbringt. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das hat sie ganz, ganz toll eingefangen. Ja, zur Liebesgeschichte muss ich aber ein bisschen sagen, wobei ich muss vielleicht anfangen mit Hannah, dass ich es sehr schade fand, dass ich keine Bindung so zu ihr aufbauen konnte. Hannah war mir sehr fremd, war sehr weit weg. Ich konnte vieles nicht nachvollziehen. Sie wurde auch so ein bisschen dümmlich und naiv dargestellt, obwohl sie ja nun die stärkste Hexe überhaupt sein soll und mächtig sein soll. Sie hat sich überhaupt nicht so verhalten. Und es stört mich nicht, wenn Menschen naiv durchs Leben gehen, das möchte ich hier betonen. Aber ich möchte ein bisschen mehr an ihren Gedanken dann teilhaben, warum sie sich so verhält. Also wie sie dann zu dieser Entscheidung gekommen ist. Ich möchte, dass das nachvollziehbar ist. Und das ist es dann eben nicht, wie sie zu Entscheidungen oder Ähnlichem kam. Und ich fand es auch schade, dass man sie gar so dümmlich hinstellt, weil wenn man eben so den Klappentext liest und was sich daraus so ergibt, hat man nicht das Gefühl, dass das eigentlich so eine dümmliche, naive Hexe sein kann, sondern dass das schon eine mächtige Hexe sein kann. Und deswegen fiel mir dann auch diese Liebesgeschichte so ein bisschen schwer, weil ich eben mit Hannah nicht warm wurde, ich nicht so nachvollziehen konnte, wie hat sich das aufgebaut, wie ist der Weg dahin, warum ist das so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ja, Hannah einfach so weit weg von mir war. Und ich finde, ja, gerade bei dem Erzählstil hätte man es einfach schon ein bisschen gebraucht, dass man da näher dran ist. Dennoch fand ich es sprachlich ganz okay. Also man ist flüssig, naja, also an manchen Stellen vielleicht nicht, aber man ist relativ gut durchgekommen. Was mich immer wieder rausgeschmissen hat und dann eben den Lesefluss auch unterbrochen hat, waren die vielen, manchmal auch willkürlich eingeworfenen, wirkte es zumindest auf mich, koreanischen Begriffe. Also natürlich muss man sagen, sind wir hier in der Fantasy unterwegs und natürlich hat man auch in der High Fantasy viele Begrifflichkeiten, die es eben nur in dieser Welt gibt. Aber es war manchmal einfach so frei von Logik, warum gerade dann das koreanische Wort verwendet wurde und ich mich da schon immer mal so ein bisschen unterbrochen gefühlt habe und das nicht so richtig verstanden habe. Allerdings mochte ich den Humor und die Seitenhiebe, die sich gerade so mit den Nebencharakteren ergeben hat, sehr gerne. Ich fand den Humor auch wirklich zum Schmunzeln. Und ja, gerade war der Anfang so ein bisschen ruhig. Man ist gut reingekommen in die Geschichte. Man wurde willkommen geheißen als Leser. Der Mittelteil, oh, ich muss sagen, der tat
Ja, da tat ich mir tatsächlich ein bisschen schwer. Also ich habe immer irgendwie darauf gewartet, dass es spannend wird, dass es packen wird, dass es weitergeht, dass ich irgendwie einen Bezug zu Hannah finde. Und ja, ich glaube, der Humor hat sich da so ein bisschen durchgetragen und ich einfach so die Hoffnung hatte, dass es besser wurde. Das Ende war dann definitiv auch spannender und hat einen wieder mit reingezogen. Aber so wie das Ende ausgegangen ist, war es nicht meins. Und ich glaube auch, dass ich den zweiten Teil nicht lesen werde. Also allein, weil mir da einfach zu viele Dinge nicht gefallen haben, glaube ich, ist die Reihe einfach nicht meins. Und vielleicht gucke ich mir die ein oder andere Rezension dann einfach mal an, wenn der zweite Teil draußen ist. Und lass mich da mal überraschen, wie mir das so ein bisschen gefallen könnte. Aber ja, ich tat mir wirklich schwer. Also wenn ich wirklich an die beiden anderen Reihen zurückdenke, meins ist jetzt auch schon wahrscheinlich gut, ja, 7, 8 Jahre her, wo wahrscheinlich die Unwandelbar-Reihe da war. Ja, könnte hinkommen. Und die hat Laura Labers auch noch als Self-Publisherin herausgebracht. Und auch das damalige Gespräch, was wir miteinander auf meinem Kanal geführt haben. Und weil ich das so angetan war vom Stil, Idee, Umsetzung. Und ich bin hier wirklich so ein bisschen enttäuscht. Also es ist echt schade. Aber manchmal kann man es einfach nicht ändern. Dementsprechend leider ein Flop-Buch an dieser Stelle. Ach, ich hoffe, dass der November ein paar mehr Highlights für mich bereithält. Der zweite Teil von Prison Healer ist bei mir als Hörbuch eingezogen. Es ist von Lynette Noni und trägt den Untertitel Die Schattenrebellen. Der dritte Teil ist im Englischen bereits erschienen und ich gehe mal davon aus, dass wir ihn auch im Deutschen bekommen werden, vielleicht dann Anfang, ja, Frühjahr nächsten Jahres. Gesprochen wurde das Hörbuch von Nina Reitmeier, die hat auch bereits den ersten Teil gesprochen und das hat mir ja wirklich mega gut gefallen, sodass es auch ein Hörgenuss wurde im Februar. Ich packe euch auch mal das Hörgenuss-Video in die Infobox, solltet ihr da einfach mal vielleicht hören wollen, was ich so zum ersten zu erzählen habe. Für mich war der erste Teil ein überraschendes Jugend-Fantasy-Highlight, wo ich wirklich nicht mit gerechnet habe, wo ich sehr gefesselt, sehr gepackt war und dementsprechend habe ich mich mega gefreut auf Band 2. Die Reihe startet ja mit der 17-jährigen Kiva, die seit über 10 Jahren in Zallendorf wohnt und dort in einem brutalen Gefängnis als Heilerin arbeitet. Sie hat das von ihrem Vater übernommen. Der war sehr gut mit den Heilkünsten und konnte das gut an Kiva auch weitergeben und sie kümmert sich dort eben um die Gefangenen. Und bekommt aber mit, dass außen so ein bisschen, also außerhalb des Gefängnisses, eben doch so ein bisschen die Stimmung ja, im Volk irgendwie kippt. Die Rebellenkönigin wird eingeliefert und soll nun von Kiva am Leben gehalten werden, denn sie soll am Elementarurteil teilnehmen, was dann darüber entscheidet, ob die Rebellenkönigin schuldig ist oder nicht. Dazu gibt es eben 4 Aufgaben, ähnlich der Elementare. Und Kiva entscheidet sich dann aber aus ja, überraschenden Gründen dafür, das für sie zu übernehmen, was natürlich eine folgenschwere Entscheidung für sie ist. Und ja, Tilda soll hier im Grunde in den 4 Prüfungen eigentlich ihre Unschuld beweisen. Das übernimmt nun Kiva und das führt natürlich zu großen Überraschungen und auch innerhalb des Gefängnisses und außerhalb zu ja, großen Umwandlungen, Umrissen, Abrissen? Nein. Ja, auf jeden Fall, es tut sich etwas in diesem Land. Ja, der erste Teil war wirklich ein Highlight für mich. Ich fand das richtig, richtig gut. Das Setting, Kiva als Charakter. Ich mochte die überraschenden Wendungen. Ich fand das Ende richtig, richtig toll und war mega gespannt auf Band 2. Wir haben jetzt hier einen Ortswechsel und ich möchte versuchen, gar nicht so zu spoilern, aber wir sind nicht mehr so im Gefängnis unterwegs und ich fand, dass das der Geschichte gar nicht so gut getan hat. Zumindest der Wechsel, wo wir hingegangen sind. Ich fand das ziemlich eintönig und ein bisschen langweilig und ach, muss ehrlich sagen, dass ich mit dem Ort, wo wir jetzt unterwegs sind, nicht so viel anfangen konnte, weil es ein bisschen typisch Jugend-Fantasy ist. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich fand das Gefängnis einfach spezieller, anders, innovativer. Und es war schon klar, dass es irgendwo anders spielen wird nach Band 1. Also zumindest hat man das absehen können. Aber irgendwie fand ich das ein bisschen schwierig. Auch die Charakterentwicklung von Kiva hat mir nicht so richtig gut gefallen. Während sie im ersten Teil noch sehr tough war, nicht zu emotional, viele Dinge so ein bisschen auch wirklich neutral gut betrachten konnte, ist sie hier schon ganz schön anders geworden. Sie
hat so ein bisschen dieses naive Verliebtsein, wirkt auf einmal ein bisschen dümmlich. Ich kann verstehen, dass sie, was vielleicht Männer, junge Männer angeht, dass sie da naiv ist, nicht so richtig weiß, wie sie damit umgehen soll, wie sie mit Zuneigung umgehen soll. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber es gab so ein paar Entscheidungen und Momente, wo ich wirklich dachte, ach Mensch, das, warum erzählt man mir das jetzt so, so doof? Kann sie einfach nicht sein. Und sie hat ja auch einiges in diesem Gefängnis erlebt. Und man stellt sie jetzt wirklich so ein bisschen wie die naive 17-Jährige hin. Das fand ich ein bisschen schade. Und sie handelt auch sehr untypisch für all das, wie sie in Teil 1 war, wie sie uns vorgestellt wurde, mit dem Wissen, was sie haben muss und wo sie ja auch für kämpft. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Die Nebencharaktere fand ich aber nach wie vor gut. Wir haben die hier auch wirklich intensiv kennengelernt, beleuchtet bekommen. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Ich fand, während wir zu Beginn noch recht spannend unterwegs waren, wirklich auch gefühlt nahtlos an Band 1 unterwegs waren, auch sprachlich fand ich den Mittelteil schon ein bisschen träge und langatmig und es hat mich doch an mancher Stelle so ein bisschen daran erinnert, wie oftmals eben Mittelteile in Trilogien sind, weswegen ich Dilogien tatsächlich oftmals mehr mag. Und wir sind da so auf der Stelle getreten. Also es sind dann schon Dinge passiert, die aber gar nichts für den Handlungsfortgang sozusagen irgendwie zu tun hatten. Und ich fand definitiv, dass die Stärke am Anfang lag und vielleicht auch das letzte Viertel dann nochmal spannend war. Also er ist nicht vergleichbar mit dem ersten Band, das ja wirklich ein absolutes Highlight war. Hier würde ich sagen, es ist so okay. Also in Sternen vielleicht so 3 Sterne, weil mir natürlich schon die Welt gefällt und auch wie die Geschichte fortgeschrieben wird. Aber so richtig packen und fesseln, wie es Band 1 noch konnte, konnte mich das Buch nicht durchgängig. Was ich echt schade finde. Dennoch freue ich mich natürlich auf den dritten Teil, weil ich muss jetzt natürlich auch einfach wissen, wie es weitergeht und bin da natürlich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und das letzte Buch, was dann beendet wurde und tatsächlich auch erst am Montag, den 31., ist Blut von Stephen King. Wir haben hier 22 Kurzgeschichten, wir haben ein Vorwort und wir haben Anmerkungen. Und durchgängig, wenn ich jetzt alle, also ich mache mir immer Notizen, wie viele Sterne ich vergebe, komme ich auf 2,95 Sterne. Also es sind so 3 Sterne und ich muss sagen, definitiv mehr an der 2 als zum Beispiel an der 4, so vom Gefühl her. Ich glaube, es waren 2 Highlight-Geschichten, denen ich 5 Sterne gegeben habe. Zum einen der Jaunt und zum anderen auch das Floß. Die fand ich beide richtig, richtig gut. Es gab einige 4 Sterne, unter anderem der Nebel, den man ja auch in der Verfilmung kennt. Ich fand den Textcomputer der Götter richtig, richtig toll. Ich mochte Omi. Die kannte ich schon, hatte ich in sehr düsterer Erinnerung und ja, das hat sich absolut bewahrheitet. Und ich mochte auch die Ballade von der flexiblen Kugel, auch das definitiv für mich 4 Sterne. Es gab aber auch so ein paar Geschichten, wo ich einfach nicht verstanden habe, was King mir sagen möchte. Zum Beispiel hier sein Tiger, Keins Aufbegehren oder auch Paranoid, habe ich gar nicht verstanden. Auch Nona war eher so, hä? Dementsprechend, Kurzgeschichten, die ich zu Teilen ja nicht ganz verstanden habe, mich gefragt habe, warum man sowas überhaupt veröffentlicht, weil sie gefühlt überhaupt keinen Sinn machen, überhaupt nicht den Stil von Stephen King irgendwie haben. Es zieht sich in dem Buch so ein bisschen Geschichten durch von Autoren, Schriftstellern, von Leuten der Kunst, die ihre Geschichte selbst erzählen. Also egal, ob sie das in Briefform machen, ob sie das im Tagebuch machen, also das sind uns so 4, 5 Geschichten aufgefallen, sodass man sagen könnte, okay, das könnte irgendwie das Motto dieses Buches sein. Es sind wirklich nur wenige Geschichten darin enthalten, die ich wahrscheinlich länger im Gedächtnis haben werde. Es ist jetzt ja gefühlt nicht wirklich irgendwie so die Geschichte dabei, die ich großartig finde. Man muss auch sagen, dass das Buch, ich glaube, schon 30 Jahre alt ist. Also die Sammlung, ich glaube, die ist irgendwann in den 90ern erschienen. 85 und 96 diese Ausgabe. Also ist sogar schon fast 40 Jahre alt. Es ist die Originalausgabe, ist die Skeleton Crew und wir sind hier ja auch einige Male in Castle Rock zum Beispiel unterwegs, also auch Orte, die wir kennen, wir treffen Charaktere, die man aus anderen Geschichten kennt. Es war okay, ich fand es ganz gut, dass man immer so eine Geschichte gelesen hat und dann wusste man, wenn die nicht gut war, so, morgen neue Chance, ne? Aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, muss man gelesen haben, auch von den Geschichten selbst, wirklich jetzt so die 2, 3 Highlight-Geschichten, aber ja, war nicht so toll, aber der Kingtober war trotzdem erfolgreich, weil wir den Wälzer mit knapp 900 Seiten, glaube ich, 700 Seiten bewältigt haben und wir definitiv auch viel
Spaß an unserem Austausch hatten. Das kann ich sowieso immer empfehlen. Ja, wenn ihr gerne gemeinsam lest oder das mal ausprobieren wollt. Ja, zum Beispiel Kurzgeschichten sind da tatsächlich auch ganz gut, weil man ja sich wirklich so zu jeder kleinen Geschichte irgendwie so ein bisschen eine Audio schicken kann. Also ja, leider nicht irgendwie was Highlightiges, aber es war trotzdem okay. Und ein Buch vom Sub von Stephen King ist sozusagen jetzt gelesen. Und damit werden es irgendwie relativ wenig Bücher, die irgendwie noch auf dem Sub sind oder ungelesen sind. Ja, es wird Zeit, dass Stephen King mal wieder so den ein oder anderen Highlight-Band oder Highlight-Geschichte rausbringt. Aber ja, nur so okay. Leider nichts, was irgendwie für die Ewigkeit ist. Ja, und so ging dann der Oktober, der für seine ja eher Flops und nicht so guten Bücher jetzt bekannt wird, in die Geschichte ein. Also wirklich der schwächste Monat, zumindest was die Anzahl der Sterne sozusagen oder der Sterne-Durchschnitts angeht, ja, irgendwie in diesem Jahr war. Also das hatte ich auch so im Gefühl, ich glaube, man hat es auch in den Bücherwochen gemerkt, dass ich eigentlich immer irgendwie auf der Suche war nach einem Highlight, dass ich ja schon so ein bisschen am Überlegen bin, welches Buch, was cool ist, könnte ich denn mal rereaden, um irgendwie wieder mal ein bisschen mehr Spaß zu haben. Ja, es gibt vereinzelt auch mal ein Highlight, aber so gefühlt so ein Lebenslese-Highlight, das ist in letzter Zeit doch ein bisschen rar gewesen. Und ich fand es ganz faszinierend. Ich hatte hier unter den Bücherwochen, ich glaube, 2 Kommentare und 2 Leute haben mir auf Instagram geschrieben, dass es ihnen ähnlich geht und woran das irgendwie liegen könnte. Ob es daran liegt, dass man schon so viel gelesen hat, dass einen halt einem nichts mehr so begeistern, überraschen, fesseln kann. Und ich muss sagen, ich kann es tatsächlich nicht sagen, weil mich das bisher noch nie gestört hat. Also ich habe gefühlt noch nicht so viele Wochen hintereinander gehabt, wo ich wirklich dachte, ach Mensch, was liest du denn jetzt wieder? Und ich dachte, das wird ein Highlight. Also ich habe mich auch schon lange nicht mehr so vergriffen, wenn man das so sagen könnte. Da hat mich so getäuscht in der Geschichte. Ja, ist ein bisschen schade, aber es lässt sich ja halt tatsächlich nur schwer ändern. Und man kann nur mit jedem Buch ja irgendwie eine neue Chance wittern und sich auf das nächste Buch freuen. Wenn es euch auch so geht, schreibt mir doch gerne rein, wie ihr damit umgeht, wo ihr vielleicht auch denkt, dass so ein Gefühl herkommt. Da können wir gerne mal ein bisschen in den Austausch gehen. Und dann gab es in den beiden Bücherwochen die letzten beiden Folgen von House of the Dragon. Dazu habe ich euch ja auch einen Serientalk hochgeladen letzte Woche am Samstag. Und nach wie vor finde ich wirklich gerade auch die letzte Folge schon richtig, richtig gut. Ich werde jetzt wohl mal anfangen, so die Staffeln nochmal so aneinander wegzuschauen, um einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen länger drin zu sein, weil dieses wöchentliche Warten hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich finde es immer ganz schön, wenn man auch einfach so in seinem Tempo schauen kann und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ich bekomme immer mehr Lust auf Game of Thrones. Mal gucken, vielleicht mache ich da im Winter einfach mal irgendwie einen Rewatch und blende einfach die 8. Staffel aus. Ja, ansonsten gibt es jetzt zu House of the Dragon auch Funkos. Also wer wie ich vielleicht so ein bisschen der Funko-Liebe sozusagen ja, untergeben ist, da gibt es jetzt einen Rhaenyra, es gibt einen Viserys, es gibt einen Daemon. Alicent gab es glaube ich auch, glaube so 5-6 Stück. Und ich habe mir da auch einen bestellt, den ich auf jeden Fall, wenn er ankommt, auf Instagram zeigen werde. Und vielleicht auch hier, wenn es euch interessiert. Also Instagram ist auch unten verlinkt. Ja, schaut da gerne mal vorbei. Da werdet ihr das dann als erstes sehen. Dann gab es auch für mich einen Rewatch, dann besonders in der 2. Woche. Und zwar die 1. Staffel von Shadow and Bone, Legenden der Krischer, habe ich mir nochmal auf Netflix angesehen. Ich habe das ja damals live verfolgt, als es herausgekommen ist, hatte vorher ja die Krischer-Reihe gelesen und auch das Lied der Krähen. Oder war, glaube ich, zumindest mit dem ersten Teil fertig und hatte einfach Lust, da in diese Welt einzutauchen, wollte aber Krischer nicht rereaden und hatte ja Daemon in the Wood gelesen, also die Graphic Novel zum Dunklen und war dann so ein bisschen in diesem Feeling wieder drin, hatte Freude daran und wollte dann einfach mir die 1. Staffel nochmal ansehen. Jetzt kommt ja auch demnächst, ich habe es leider vergessen, ob es im November oder Dezember ist, die 2. Staffel, darauf freue ich mich schon richtig und mir macht das einfach Spaß. Ich mag diese Krischer-Welt, ich mag die Charaktere, ich mag das Magiesystem, ich mag diese Gruppendynamik, die gerade die Krähen irgendwie haben, ich mag, wie das so mit dem Dunklen ist und ich mag einfach so dieses Zusammenspiel, auch eben aus dieser Fantasy-Welt, wie das funktioniert und ja, macht mir einfach viel Spaß. Also sowohl ja die Buchreihe, was für mich ein Highlight war, als dann wirklich auch die Serie, die wirklich gut gemacht ist, auch wenn sie so ein bisschen sich künstlerische Freiheit nimmt, aber tatsächlich so, dass ich sage, es verpackt die Bücher allesamt sehr gut ineinander, miteinander, ohne zu viel Wichtiges sozusagen zu verändern. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Und ja, das war soweit die Bücherwochen, die Bücher und Serien der 2 Wochen. Das Wetter war ja nochmal richtig, richtig toll Ende Oktober. Also es waren hier ja gefühlt sommerliche Temperaturen, wo man sich so fragt, wie kann das sein? Und ja, immer mal schön, wenn das alle 4, 5 Jahre einfach ein sommerlicher Oktober ist. Wir haben Ende Oktober durchaus auch schon gegrillt, dieses Jahr nicht, aber da haben wir so gedacht, ja, es ist wohl einfach immer mal so. Der November hat dann schon ein bisschen kühler angefangen, aber ja, das finde ich auch gar nicht schlecht. Ich meine, man will ja jetzt irgendwie mal so ein bisschen in Advents-Weihnachtsstimmung kommen. Das fällt, glaube ich, bei 25 Grad doch ein bisschen schwerer. Ich frage mich da immer, wie das die Leute auf der Südhalbkugel machen, die ja eigentlich da eine Garten-Barbecue-Party machen können zu Weihnachten. Ich glaube, das muss man irgendwie auch gewohnt sein. Ne? Also ich glaube, auch Weihnachten so am Strand liegen, weiß ich nicht, ob das so meins wäre. Aber ja, vielleicht ist das ja genau eures. Dann schreibt mir gerne, wie cool ihr das vielleicht irgendwie wo gefunden habt. Und ja, Kingsiana Hangout jetzt am Freitag am 11.11. seid live dabei. Und ich glaube, wir sind soweit durch. Ich habe nichts vergessen. Ich bin natürlich neugierig, was ihr im Oktober gelesen habt, was ein Highlight war, was ein Flop war. Lasst uns da gerne ein bisschen austauschen, besonders wenn ihr vielleicht auch 1, 2 Flops hattet, dass ich nicht ganz so alleine dastehe mit meinen Flops. Lasst uns da gerne ein bisschen quatschen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein wunderbares Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.